willkommen hier zu einem weiteren Panini Euro 2020 Stickertütchen Unboxing auf meinem Kanal. Ich habe 10 Stickertütchen am Start, aber nicht ohne Grund. Leute, nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund. Warum? Weil wir suchen heute in 10 Stickertütchen so viele Europameister, wie es halt geht. Wie viele Europameister bekommt man in 10 Euro 2020 Stickertütchen? Glückwunsch an Italien. Ja, it's not coming home, sondern it's coming to Rome. It's coming to Rome. 10 Stickertütchen. Ich sage, wir ziehen. Ich poker hoch, ich sag, wir ziehen 5 Italiener. Das ist schon sehr, sehr hoch angesetzt. Aber ich bin einfach guter Dinge. Ich war für Italien. Italien ist Europameister geworden. Wir hatten einen wunderschönen Fußballabend mit dem Elfmeterschießen. Wir hatten einen lustigen Fußballabend, wo Chiellini Saka umgerissen hat. Leute, da sind auch so lustige Memes entstanden. Wenn ihr übrigens auf Instagram noch nicht Abonnent seid auf meinem Kanal, oder halt auf Instagram mich abonniert habt, noch nicht auf Instagram abonniert habt, da heiße ich PacksUnited96, könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Und wenn ihr Bock habt, diese Panini-Sticker zu sammeln oder irgendwas anderes von Panini, die Welt von Panini ist ja riesengroß, könnt ihr sehr gerne den Link unten in der Videobeschreibung auschecken. 10 Päckchen, ich hab Bock und wir gehen rein. Let's go. Ich hab Bock. Und mal schauen, wie viele Italiener, wie viele kleine Italiener wir fahren nach Rom. Na 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 na. Und Baumgartner, Josse Brekalo. Erstes Pack war für die Katz. Erstes Pack war komplett für die Katz. Sollen das? Das ist höchstgradig illegal. Josse Brekalo, muss gar nicht so gucken, ja. Muss gar nicht so gucken hier. Pack Nummer 2. Können wir es? Yankyo, Jota, Jadon Sancho und Agustin schon. Jadon Sancho, geiler, gefragter Sticker, aber ist halt, ja, Elfmeter verschossen, Kollege Schnürschuh. Elfmeter verschossen und noch kein Italiener. Ich glaube, die 5 ist komplett hoch, komplett, viel zu hoch gegriffen. Bitte gönn jetzt einfach, bitte gönn jetzt einen Italiener, wenigstens einen hier. Daniel, was? Ich brauche keinen Dänen. Ich brauche Italiener. Ich brauche Europameister. Europameister brauche ich. Europameister. Jensen. Odstojev. Leroy Sané. 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 Leroy Sané. Leroy Sané. Leroy Sané. Leroy Sané. Ne. Leroy Sané. Ne. Leroy Sané. Leroy Sané. So. Lukaku Mertens. Klich. Zabanji. Karavajew und Zeluzka. 3 Tütchen haben wir noch. 3 Tütchen haben wir noch. Kudela, Ozan Tufan, Robin Olsson, David Marshall und Petkovic. 3 Tüten keinen, Alter. Nicht einen Europameister. Ja, wie viele Sticker? Das ist das Experiment. Das ist das Panini-Experiment. Wie viele Europameister kriegt man in 10 Päckchen? Richtig, 0. 0. 0. 0. Kann man das verstehen? Nein, kann man nicht, weil das ist so höchstgradig illegal. Mbappé ist nochmal nice, der kommt in meine Mbappé-Sammlung, da habe ich schon einige. Huch, und ein Kamavinga ist auch noch am Start hier. Es ist unglaublich, kein Italiener. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, so viele Engländer, kein Italiener. Nix. Kein Europameister gezogen. Leute, das müssen wir nochmal machen. Und keine Ahnung, beim nächsten Mal machen wir 15 oder 20 Päckchen. Das finde ich ja schon lächerlich gerade, ne? Dass das jetzt hier so passiert ist. Ich habe am Anfang 5 getippt und wir ziehen 0. Wir ziehen 0, da werde ich ja aggressiv hier, Leute. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Das machen wir nochmal in den nächsten Tagen. Das verspreche ich euch. Danke mich, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.